Kampf der Reality Stars, das ist zurzeit das Trash-Format der Stunde. Mit dabei ist Maurice, oder wie wir ihn gerne nennen, Mauritz. Und der ist ein absoluter Ausnahmekandidat, denn, halten Sie sich fest, der Mauritz geht auf eine Uni. Ha! Und was machst du? Ich? Bin am Studieren tatsächlich. Okay. Ich studiere IDM abgekürzt, industrielles, so, jetzt sagen wir mal, industrielles Dienstleistungsmanagement. Donnerwetter! Wissen wir, in welchem Semester der ist? Wissen wir das? In welchem Semester ist der? 20? 12? Ja. Ja gut, dann lernen die wahrscheinlich die Bezeichnung des Studiums erst im 13. Semester. Ja, ja, ganz klar. Den hätte ich gerne im Sekretariat gesehen, als er sich da eingeschrieben hat. Dann hat er wahrscheinlich gesagt, ich würde mich gerne immatrikulieren. IDM, studiere, IDM. Capital Bra würde das wahrscheinlich mit LKW abkürzen. So, jetzt hat es Maurice aber gar nicht so einfach mit seinem intellektuellen Hintergrund. Denn seine Mitstreiter wissen das, ne? Er ist Student und mit diesem Ruf, da kommt auch Verantwortung. Kommt rein, es kostet nichts. Oh, was ist das? Ja, guck halt mal genauer hin. Ah, das ist sogar noch Brief. Ja. Wir dürfen ihn vorlesen. Ich lese ihn vor, weil, oder kannst du gut lesen? Ja, du hast studiert, ne? Na ja, sonst kannst du ja nicht studieren. Ach komm, wir, ja. Sie tut so, als hätte er Lesen studiert, ne? Drittes Semester Lesen, das klappt ja gut. Aber er hat nicht Lesen studiert, sondern Ja, genau das. Wir kommen später aber nochmal zum Kampf der Reality Stars. Das hat sich nämlich meine liebe Kollegin Tané nochmal ganz genau angesehen. Und die wird live hier und in Farbe davon berichten. Aber erst nachher. Kommen wir zu Big Brother. Bei Big Brother gibt es auch Neuigkeiten, und zwar von Christian. Sie wissen, Christian, kennen Sie den alle? Kennen Sie ihn nicht? Oh, der ist sowas wie ein Philosoph, ja, irgendwas zwischen Nietzsche und Kant. Und jedenfalls verglichen mit den anderen Insassen. Dieses Mal hat er sich wieder von einer ganz neuen Seite gezeigt, was ich nicht wusste. Er hat das absolute Fachwissen über Steine. Das ist ein Stein, den findest du an jedem Strand im Ausland. Oder hier in Deutschland findest du auch Steine im Wald. So, das sind Steine, so. Hier, die Wände hier sind Steine. So, die haben keine Gefühle. Das ist zum Bauen da, zum Fletschen im Wasser. Kennst du das Fletschen mit Wasser? Dafür sind die da. Aber die haben keine Gefühle, so. Machen Stein auf, da drin ist noch mehr Stein, so, weißt du? Von außen ist der hart und innen auch, so. Was ist das denn? Steine haben doch keine Gefühle. Ich habe noch nie jemanden so viel über Steine erzählen hören. Und so oft, wie er gesagt hat, Steine haben doch keine Gefühle. Ich glaube, er war sich unsicher am Schluss, oder? Steine haben doch keine Gefühle. Haben Steine Gefühle? Was ist denn im Stein? Noch mehr Steine. Oh, die haben Gefühle. meine Damen und Herren, schade, dass die Oscars schon rum sind. Denn, halten Sie sich fest, hier kommt ein Beitrag aus Deutschland. Der hätte garantiert alles abgeräumt. Der neue Star am Himmel in der Kategorie Special Effects heißt Bingo, die Umweltlotterie mit dem unverwechselbaren Bingo-Bär und der wunderschönen Jule Gülsdorf. Wenn du bitte mal die Hand ausstrecken würdest. Einmal die Hand ausstrecken. Die Hand? Die Hand ausstrecken, okay. Bitte. Na bitte. Michi, bist du das etwa? Irre. Meine Damen und Herren, nein, 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 kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Nein, nein, kommen Sie. Ganz ehrlich, ja, das ist der billigste Trick, den ich im Fernsehen jemals gesehen habe. Und selbst den verkackt der NDR. Er dagegen hatte die Aktentasche von Olaf Scholz Star Wars-Niveau. Ich find's frech, dass sie die Raupe Nimmersatt genommen haben für einen Bingo-Bären. Wie kommt sich die Raupe dabei vor? So, wenn Sie jetzt aber denken, dieses Meisterwerk an Fremdscham ist nicht zu toppen, doch, das schafft der NDR. Ach, ist das schön. Michi, das ist dein Applaus.
Wie süß, ein Vetterling. Wenn eine Sache noch weniger fliegen können sollte als eine Hummel, dann der Bingo-Bär. Der hatte eher was von Mothra. Kennst du Mothra? Von Godzilla und King Kong. Das ist so die Endmotte. Die sind einen Tacken kleiner als er, glaube ich, ne? Aber trotzdem gigantisch. Und stellen Sie sich mal vor, Sie sind Rentnerin, die haben sich für die Sendung richtig schön die Haare machen lassen. Und dann kommt der Vetterling von hinten. Da ist der Tag noch gelaufen. Auf Vox gibt's eine neue Doku, und zwar Volle Kraft voraus. Die schaue ich sehr, sehr gerne. Ja, ich liebe das irgendwie. Arbeit auf hoher See, fasziniert mich. Besonders interessiere ich mich da immer für die Kombüse, wobei ich jetzt feststellen musste, das geht anscheinend nicht spurlos an den Angestellten vorüber. Heute hat Küchenchefin Marie eine neue Herausforderung für Liam. Na, Liam? Hallo, Marie. Falls Sie sich fragen sollten, wo ist eigentlich Mr. Bean? Da. Da ist er. Hallo, Marie. Ja, es könnte auch noch Kermit der Frosch sein. Das passiert halt, wenn du 40 Stunden die Woche eingepfercht in Schiffsrumpf ohne Fenster arbeitest. Dann kommt das aber raus. Oh, ein Mensch. Wolfgang, weißt du eigentlich, wie Wein klingt? Wie Wein klingt? Ich habe eine super Veranstaltung für uns gefunden. Sensationell. Und zwar, da müssen wir unbedingt mal hin. Guck dir das mal an. Die Musik ist improvisiert. Es ist der Versuch, den Geschmack des Weins zu vertonen. Zuschauer und Musiker verkosten den gleichen Wein und gehen gemeinsam auf Tuchfühlung nach dem Geschmack. Wie viel musst du saufen, um dafür was zu löhnen? Da sitzen alle mit 8 Atü, weißt du, und denken sich, sollen wir da mal hin? Oder wir machen das auch. Wenn Leute dafür bezahlen, lass uns das doch mal machen. Plan B, Wolfgang, Plan B. Dankeschön. Wir hätten 2 Leute, die mitkommen. Ja? Den Vetterling fragen wir auch noch. Wird ein Event. Ja? Vor allen Dingen, so klingt doch kein Wein. So klingt Wein.